mit der pinken Play-Doh-Knete verschiedene Blütenformen, die wir dann in ihr Haar setzen. Ich habe jetzt hier schon ein paar Blüten vorbereitet. Mit den Blüten können wir jetzt Rapunzels Haar verzieren. Das sieht doch schon mal richtig toll aus. Was wir noch machen können ist, wir können noch mit der goldenen Knete ihr Diadem ein bisschen verschönern. Dazu machen wir einen goldenen Tropfen, den wir dann hier oben einsetzen. So. Und das gleiche können wir natürlich auch nochmal mit Pink machen. Und nochmal mit Gold. Wir können natürlich Rapunzel auch noch eine Halskette formen. Hier haben wir dann so kleine Kugeln, die Perlen der Kette. Und daran machen wir jetzt noch einen goldenen Herzanhänger. Wir haben jetzt unsere Play-Doh Rapunzel verschönert. Wir haben ihr blonde Haare gemacht und goldene Zöpfe sowie Blüten in ihre Haare gesetzt, ihr Diadem mit Kristallen versehen und ihr eine funkelnde Halskette gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und mir einen Daumen hoch für mein Video geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.